Ja, ist nice. Ja, ja, ja. Servus und hallo zu einem kleinen, ja, wie soll ich sagen, einem neuen Projekt oder zumindest mal einem Test. Und zwar habe ich von Game Rebel, das ist ein, wie soll ich sagen, ein kleines Magazin, für das ich halt schreibe, habe ich einen kleinen Key bekommen von diesem Game hier. Und ja, ich würde sagen, ich play das mal und ihr könnt so sehen. Übrigens wird auch ein bisschen geschnitten, denn ich muss ehrlich sagen, das Game ist nicht ganz so einfach. Also ich habe schon ein paar Tests gemacht und das ist wirklich nicht einfach. Welcome to the Grand Prix season. Speedway is a sport that involves tactics and strategy. And so does this game. If you want to succeed, keep these four golden rules in mind. Tracks are not the same. A bigger track means longer straight and reduces the significance of bends. You need to set up your bike properly. To find the best configuration, give it a training run on the track before events. Grip is everything and translates directly to speed. Look for favorable grip zones and bends, but remember, the track surface changes as the heats go. Parts are the core of your strategy. Monitor their condition and repair or replace them when necessary. Worn out parts can affect your performance or handling and may lead to worse results. Engine is the heart of your bike. You can crank up its RPM and torque at a cost of faster wear and higher defect risk. It might be a smart move to save the best performance for your decisive heats. To sum up, it's all about tracks, grip, parts and engine. And one more thing, the online manual. Check it out for all the details. Good luck and keep full throttle. Okay, das mit dem Teilezeug-Gedöns war mir neu, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich würde sagen, starten wir erstmal. Start the Event. Übrigens, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein richtiger Noob. Also ich habe das ganze Game, ich glaube jetzt eine Viertelstunde oder so gespielt, also 15 Minuten. Und das war halt wirklich fast gar nichts, ja. Mit dem kannst du halt wirklich nichts anfangen. Denn, ja, die Grunddinge wusste ich, aber mehr auch wieder nicht. Ja, komm. Ja, komm, skip. So, halt. It's the start of the competition. We will see how the riders struggle at the beginning of today's meeting. Okay. Ja, ja. Komm. Und ja, ich muss ehrlich sagen, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn ich den ersten, wenn ich hier gleich komplett verkacke. Irgendwie mich fett auf die Schnauze lege oder irgendwie so in die Richtung. Denn es ist echt nicht einfach. Ah, oh, ich bin hier gar nicht dabei. Okay. Das, dann juckt's mich eigentlich nicht. Ah, Start Race, jawohl. Machen wir. Machen wir überall eins hoch. Einfach nur. Bla bla, ja komm. Startet jetzt auf der Innenbahn. Niels Christian Everson, Yara Campbell and close to the safety fence, Troy Batchelor. Los. Und wie gesagt, den Start habe ich erstmal schön verkackt. Also, okay. Gar nicht mal so einfach. Troy Batchelor has let himself be cheated by his rivals. Yara Campbell bringing up the rear. Okay, und einmal schön den Arsch um die Kurve. Und einmal geht's noch. Und ins Ziel. Nein, noch nicht. Fuck.
Hätte ich fast den Peter gemacht. Ja, das bisschen. Komm und ins Ziel. Wunderschön. Nochmal alles ein bisschen runter, denn sonst fange ich richtig an zu schreien. So, weiter geht's. Press to skip, ja. Sollen wir uns das mal angucken? Nee, tun wir nicht. Verhaft. Dart Race. Do it. Ja, ich würde mal sagen, das wird schon passen, oder? Ich fahre sowieso immer ins Ziel. Das heißt, das Zero Points. Hä? Achso, nee, ich habe 3. Okay. Alles gut. Oh, ich habe die meisten. Sehr, sehr gut. Übrigens auch ein paar Kurven eingebaut in das Spiel. Ihr versteht, was ich meine. Ganz okay, würde ich sagen. Chris Harris, Thomas H. Jonasson and close to the safety fence, Chris Holder. Los. Ja. Also, das ist echt ziemlich unmöglich, hier den perfekten Start zu machen. Oh. Ja. Nice. Ja. 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 Da hat's mich auf die Schnauze gelegt. Ups. Und start. Dann hoffen wir mal, dass wir da jetzt. Oh shit. Habe ich das Spike doch ein bisschen. Naja, ich sag mal. An den. Ja, ein bisschen ins Sand gesetzt, sag ich jetzt mal. Ja, hier komm. Come on. Michael Jepsen Jensen, Chris Harris and close to the safety fence, Nicky Pedersen. Chris Harris. Take tries. A dangerous situation. An even start for the pack. Nicky Pedersen drops into last place. Okay, 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 okay. Oh. Da ist doch schon. Okay, komm. Komm. Sich einholen. First, Michael Jepsen Jensen. Chris Harris touches the air fence. Nein, Alter. Dein Ernst? Ein fucking Ernst, Alter. Ich meine, so richtig mit fair hat das eigentlich nichts zu tun gehabt, aber ja, es muss reichen. Vierter. So, endlich wieder fahren. Juhu. So, alles im Arsch? Alles im Arsch. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber... Okay. So, wollen wir nicht gucken. Red, Wildcard, Blue Helmet, Matsey Janowski, White, Christoph Kasperzak, Yellow, Chris Harris. Chris Harris. A dangerous situation. Alter. Alter. Matsey Janowski drops into last place. First, Wildcard. A dangerous situation. Mal ein bisschen berühren, sagst du? Okay. Und... Oh! Er stellt sich halt mitten auf der Bahn auf. Das Sack. Scheiße. Oh, komm! Komm, Wildcard muss ich jetzt noch einholen. Mit Main, ohne Witz. Und, und.
Wunderbar. Oh, das war jetzt wunderschön, die letzte Kurve, ohne Witz. Ohne Grip schön gedriftet und dann schön auf die tragende Fläche und vorgezogen. Oh, wunderschön. Bin stolz auf mich. Könnte ich öfters machen. So, weiter geht's. Start Race. Do it. Okay. Hier ist jetzt alles scheißegal, wo ich fahre. Das bringt mir keinen Vorteil. Wunderbar. Okay, Hancock. Hancock hat eigentlich schon gewonnen, der hat die meisten Punkte. Und... Gönn ihn. Nein, zu früh! Fuck you! Also, willst du einmal einen schönen Start hinlegen, dann bist du zu früh. Ach, fick dich doch. Ja, ja, fick dich. Sechster. Boah. Welches nehme ich? Das ist mir lieber. Ja. Ja, wäre egal gewesen. Okay, egal. Wenigstens habe ich meine Teile geschont. Nee, ich starte mal hier so. Kommt schon. Kein Frühstart. Alles nur kein Frühstart. Nein. Boah. Erstmal ein bisschen ausbremsen. Übrigens spiele ich das Ganze mit dem Controller, damit das so ist, ist schon verdammt hart. Oh, Alter. Halleluja. Und schon. Und wieder aufstellen. Ja, nice. Nice, wunderbar. So. Hätten wir den Sack auch abgezogen. Ich hau ganze Zeit gegen meinen Tisch und merke, wie alles schön ausschlägt, das Mikro. Das freut sich. Wartet mal kurz. So, jetzt hat sich das Mikro auch wieder beruhigt. Ich hab's kurz verschoben. Alles klar. Da bin ich nicht dabei, weil so gucke ich da schon wieder zu. We've got the following lads on the finish line. Who will win tonight's GP? Oha! Plot twist. Start race, bitte. Danke. Wir nehmen das Innere. Dankeschön. From the inner curve as follows. Ty Woffinden, come on. Chris Harris, Greg Hancock. Finale! Das ist wunderschön, dass ich es ins Finale geschafft habe. Okay. Wonderful! Ja, ja, Chris Harris last. Schnauze halten. Schön raustragen lassen und oh. Alter, komm schon, ramm mich nicht, du Pisser. Come on. Und ja, abgezogen, ihr Bitches. So sieht's aus. Und ich glaube, jetzt wisst ihr auch genau, warum ich das nicht mit einer Facecam aufnehme. Puh. Continue. First place. Wonderful. So.
Okay. Mal gucken. Engine. 79% ist aber immer noch genug. Das passt schon.